Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zu einem neuen Angezockt-Video. Und zwar spielen wir heute Zombie Watch. Ich mag hier alles, was mit Zombies zu tun hat und ja, hatte das schon länger auf meiner Liste. Ist jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen als Early Access und ist so eine Mischung aus, ich sag mal, Diablo, Zomboid. Man hat sie sich von oben und ja, man kann ein bisschen craften und gucken wir mal. Die haben viele Haare. Oh, sieht ja echt aus wie, halt mal die normalen Klamotten. Oh, komm. Sind wir mal schwarz mit blauen. Ich hätte gern blaue Haare. Hardcore. Nee, Hardcore brauche ich nicht. Mal Create. Zomboid hatte damals auch viel Spaß gemacht. Aber das konnte man zu zweit spielen, aber zu dritt und auf dem Server mit mehreren Leuten. Das ist wirklich nur ein Singleplayer, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und ich habe es auch mal ganz kurz angeschmissen, getestet. Ladezeiten sind verdammt lang für so ein Spiel, finde ich. Aber ist ja noch Early Access. Ja. Das sind wir. WASD ist klar. C mit der Kamera. Safe Game in einem privaten. Ja gut, wir müssen irgendwas bauen, dann können wir erst safen. Speichern. Aufheben tun wir mit F. Also hier habe ich vorhin auch angefangen. Das müssen wir reparieren. Achso, da können wir uns heilen. Building already max level. Ach nee, warte. Ja, ist alles auch noch in Englisch. Ach hier, ihr könnt safen. Okay. Das ist unser Zelt. Dann gucken wir doch mal gleich auf M, wo denn wir sind. Wir sind da unten. Die Karte ist auch noch so ein bisschen unschön, finde ich. Wirkt auch hier recht unfertig, weil hier sind schon Punkte eingezeichnet, die interessant sind. Aber da oben halt nicht. Wie gesagt, Early Access. Oh. Weiter ranzoomen geht aber nicht. Schade. So. Lag auch was. Noch ein Apfel. Waffen muss man gleich ausrüsten, weil sonst kann man nicht kämpfen. Was ich noch nicht verstanden habe, man kann. Hier ist es Fiber. Das ist schon mal gut. Nehmen wir mit. Na, man kann klassisch hier wieder Gegenstände sammeln, um Bogen und Äxte zu machen. Was ich aber noch nicht gefunden habe, sind ganz normale Stöcke auf dem Boden. Ja, wir haben Hunger und Durst. Auch wie in jedem Survival-Spiel. So, you can open. Ja, wir können auf K ja, Waffen craften. Und auf B können wir ja, Objekte aufbauen. Das Problem, was ich bisher habe. Wo bekomme ich denn Holz her? Das habe ich noch nicht verstanden. Wir brauchen ja Sticks, ne? Um große Bäume zu fällen, brauchen wir. Kann man noch ranzoomen? Oh, da ist ein Haus. Guck da mal in die Richtung. Mal wieder raus. Ja, diese Ansicht, das ist ja auch gewöhnungsbedürftig, aber funktioniert. Painkillers, Scrap Metal. Scrap Metal, nichts. Eine Lampe. Oh, ein bisschen Glas.
Hier gibt's, wird uns gerade gesagt, Quests von NPCs, die man annehmen kann. Wird wahrscheinlich irgendwas sein. Hier, hol mir fünf davon, sammel mir dies. Hol meine Axt von dort, die habe ich da vergessen. Oh, wir können Sachen öffnen. Okay. Haben wir gerade den Kühlschrank? Hey! Schlagen den Eimer rum zum Schließen. Nett. Ja, das Haus haben wir, glaube ich, durchsucht. Können Mülleimer können wir nicht durchsuchen. Mal einen Stein aufheben. Aufs Plumpsklo können wir auch nicht gehen. So. Ich würde gerne mal ein bisschen reinzoomen. Da kommt irgendwas Stadtmäßiges. Wenn ich eh kein Holz finde. Oh, da ist Wein. Daraus können wir uns Seile basteln. Brauchen wir, glaube ich, 8 Stück für ein Seil. Was denn? Na, Fiber. Ganz schön viele Blumen. Das ist bestimmt eine besondere Blume. Nehmen wir mal mit. Ja, hier wird uns gerade gesagt, dass wir craften oder Waffen und Rüstungen herstellen müssen, um gegen Zombies anzukämpfen. Ich hätte aber am liebsten erst schon mal Stöckchen. Weil ich sehe die auch auf dem Boden nicht. Achso, schlagen ist einfach linke Maustaste. Also an diesen großen Steinen sind immer. Ach ja. Man kann ja rumgehen. Immer so Weinranken. Ist man hier immer nur. Oh, ich bin weg. Ich habe die größere Ausdauer als ihr. Da liegt ein Stückchen. Oder ist das eine Wurzel? Ah, ich kämpfe mal. Hi, Jukit! Hi, Jukit! Warum hat er das Messer nicht mehr? Ach du Scheiße, das Messer ist zum. Oh, Ressourcen sammeln. Wir haben keine Ausdauer mehr. Mamma mia, lauf! Lauf! Und lauf! Und lauf! Machen wir ein bisschen stoßweise. Aber die haben einfach die bessere Ausdauer. Es sind keine langsamen Zombies. Ah, scheiße. Ja. Da ich gerade absolut keine Ausdauer habe. 200 HP haben wir. Ach ne, da unten. Ist Erfahrung wahrscheinlich. Lauf, Forest. Lauf. Haben wir sie abgehängt? Ja, ich bin mir nicht sicher. Man sieht es hier als rote Punkte. Immer noch da. Scheiße, rechts waren auch welche. Sollte mal häufiger auf die Map gucken. Ah, fuck you. Scheiße, wie soll ich nur ohne Waffe gegen ankommen? Ich boxe dich jetzt zu Tode. Nein, Jukit! Hab doch eine Waffe hier. Hau doch damit. Ich box den Platz. Ich box den Platz. Nein, Jukit, lass, lass, lass. Ja, oh. Joa. Das war Tag 1. Tag 2, wir sind ein Zombie. Ja, das lief ja richtig gut. Ich habe euch das komplette Spiel gezeigt. Juhu, wir sind durch. Wir haben es durchgespielt. Aber man kann es irgendwann mal zusammen auch zusammenspielen. Irgendwann zusammen auch zusammenspielen. Ja, dann versuchen wir es nochmal. Dieses Objekt verrät mir, dass es Alkohol gibt. Nein, war ein Scherz.
Oh, das Objekt ist an einem bestimmten Bereich. Wir haben hier das Endteil gerade nicht mehr gesehen. Was da so über das Objekt ragt. Ach, versuchen wir es nochmal. Ich würde ja mal gerne wenigstens eine Waffe craften. Sticks und so ist auch immer Standard, dass man die findet. Ach, das Spiel braucht so lange. Zombie Watch. Loading. Ach ja, ich liebe Early Access. Ich glaube, in ein paar Jahren können wir davon nochmal ein Video machen. So. Und wir fangen auch wieder an der selben Stelle an. 50% Heilung. Keine Gegenstände. Aha. Haben auch denselben Charakter. Ja, dann laufen wir mal nicht nach oben. Hier ist ein Baum. You need a Axt. Ja, ich weiß. Hab ja nicht. Wie soll ich eine Axt kriegen, du Pfeife, wenn ich erstmal 8 Wooden Sticks oder 8 Sticks brauche? Wo kriege ich denn die Sticks her? Hier kriegen wir Fiber. Oh, da. Das könnte... Oh, das erste Mal, dass ich so einen Busch sehe. Wir haben einen Stick, ist das der Hammer. Jetzt geht's los, jetzt haben wir einen Lauf. Wart ab, wart ab. Wartet ab. Jetzt gucken wir mal. In der Nähe gibt es doch bestimmt noch mehr von diesen kleinen Büschen. Da ist doch einer. Brauchen wir noch ein bisschen Steine. Davon brauchen wir noch 6 Stück. Ich bleib hier mal auf dem Weg. Hier ist ein Zeltplatz. Das sieht alles gleich aus irgendwie gerade so. Ich könnte schwören, hier waren wir da vorhin. Geil. Nehmen wir alles mit. Hier ist eine Brücke. Nee, was zum Angeln wahrscheinlich. Fiber, Fiber, Fiber. Wir brauchen aber mehr Stöckchen. Oh, Steine. Steine können wir auch gebrauchen. Wir brauchen noch 6 Sticks. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das ist hier echt Mangelware. Also... Steine und Fiber kriegst du in jeder Ecke. Level up. Wir haben. Was können wir denn? Eieiei. Offensiv, defensiv, Support. Intelligenz können wir steigern. Vitalität. Stärke. Joa. Viel ist es nicht. Wir können einen Feuerball machen. Flammenwerfer oder was? Schwert können wir basteln. Cool. 1 von 10. Na gut, das wird ein bisschen dauern. Aber hier sind ja Bäume. Das heißt... Es gibt hier keine Sticks. Das ist auch toll. Bei den Gebäuden haben sie dran gedacht, dass man die mal transparent schaltet, wenn man drunter ist. Bei den Bäumen aber nicht. Ich laufe gegen den Baum. Alter, wo sind denn die verfickten...
brauche keinen Stein, ich brauche hier... Oh. Hier ist ja ein Camp. Was war das denn gerade? Stone. Dass auch keine Sticks auf dem Boden sind, so bei den Bäumen. Achso, ich wollte ihn ansprechen, Entschuldigung. Überlebende, ist so schön. Kann man hier bestehen? Das geht wohl nicht. Hallo Händler. Ja, der hat natürlich Sachen. Wir haben aber kein Gold. Okay. Gut zu wissen. Ja, dann hilft uns das hier auch nicht weiter. Und? Der wird mir nicht immer angezeigt. Da hat man keine Anzeige hier. Ach du Scheiße, wilde Tiere gibt es also auch. Okay. Ja. Läuft. Zwei Wundensticks haben wir gefunden. Zwei Sticks haben wir gefunden. Also zwei Ästchen. Das ist ja Hammer. Wir sind verdammt weit gekommen. Also entweder stelle ich mich gerade extrem doof an oder das Spiel ist noch nicht so weit, dass man das spielen sollte. Da haben wir hier 50 Energie, wir haben wieder wahrscheinlich alles verloren. Außer unser Messerchen, was hier nicht im Menü angezeigt wird. Aber dafür sind wir auf Level 2. Ja. Sind wir nach unten und rechts gelaufen? Jetzt meine ich, nach links meine ich, jetzt gehen wir mal nach rechts. Da ist auch ein Lagerfeuer angezeigt. Ja, ich habe gar keinen Bock auf Fiber. Fiber fällt mal überall. Oh, da ist ein Bäumchen. Hoffentlich. Ein Stick haben wir gekriegt. Oh, 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 oh. Drei Sticks. Alter Schwede. Das kann ich jetzt nicht aufheben. Okay. Komm. Warum sind die so wenig? Warum sind das so Mangelwarenteile? Diese kleinen Bäumchen. Oh, da ist Wein. Also ich weiß noch aus The Forest, man braucht Seil für alles. Ja, man kann richtig auf der Karte gucken, wo was ist. Also auf der Übersichtskarte sieht man das. So, jetzt fällt mir aber wieder Stein. Das ist auch ein Witz. So, das ist aber nicht so schlimm. Erstmal Sticks. Ganz viele Sticks nehmen wir mit. Hier haben wir einen Wachturm. Können wir da mal was machen? Nö. Oh, da sind Steine. Jetzt geht's los. Ein Fiber nochmal mitnehmen. Hier wird es felsiger. Hier muss es ja noch mehr Stein geben. Haupt ich jetzt einfach mal so. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich es behauptet und hier ist kein Stein.
Oh, ein Fuchs. Wenn uns gerade der Hund so angegriffen hat, dann wird der Fuchs wahrscheinlich uns auch nicht so mögen. Hier sind Steine, die ich nicht aufheben kann. Ein Schild. Gehen wir mal ein bisschen. Vielleicht sind hier Zombies oder so. Oh, Scrap Metal. Keine Ahnung. Ach, das ist ein, ein Seil gewesen. Das Objekt hat man ja kaum gesehen. Ah, hier ist auch sein Scrap Metal drauf. Noch eine Hütte? Ist da der Eingang? Muss mal kurz gucken, hätte ich mal aufpassen sollen. Okay. Müssen wir nämlich mal die Kamera drehen, sonst kommen wir ja gar nicht, sehen wir ja gar nicht, wo wir rein sollen. Plastik gibt's auch. Noch mehr Plaste. Na? Nimm das doch. Ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, ob die Zombies gegen über Gebäude klettern oder über Zäune klettern können. Nur ein, zwei Tomaten, den Rest ist mal da. Am eingezäuntes Gebiet. Könnte man ja schon quasi als Basis benutzen hier. Na? Vor allem, wir haben die Sticks in der Nähe. Ich kann die Wasserflasche nicht aufheben. Gut, wie sieht es denn mit Trinken aus? Essen? Kann ich das einfach so benutzen? Wie nutze ich das? Are you sure? Now, now. Wir wollen das ja benutzen, Mensch. Muss ich das da runterziehen? Ganz doof gefragt. Tomate. So. Hat nichts gebracht, quasi. Sind noch genauso durstig und hungrig wie vorher. Ich brauche mehr Steine. Wo sind wir denn hier auf der riesigen Map? Ach, da hinten sind wir. Oder? Ne, hier sind wir. Entschuldigung. Muss es doch irgendwo Steine geben, verdammt. Nehmen wir nochmal mit. Das könnte ein Stein sein. Jawohl. Gucken wir mal. Nee, das war auf BK war das. Ja, es fehlt wirklich an Stein. Oh, das können wir uns basteln. Yeah, jetzt haben wir Mr. Base. Okay. Mr. Base ist am Start. Noch mehr Stein für... Scheiße. Zombie klatschen! Okay. Loot, Zigaretten. Wow. Gut, wir sind mal weg. Jetzt haben wir einen abgelöst. Na gut, einen klatschen wir nochmal weg.
Zigaretten, ey. Was sind das für Zombies? Also oben rechts die Karte, das ist wichtiger als das, was man gerade mal so sieht. Hier. Oh, da liegt Stein. Das sehe ich jetzt schon. Das ist Stein. Jawohl. Aber nur zwei. Nochmal ein Stein? Nee, ne? Haben wir jetzt die Möglichkeit... Ich glaube langsam so eine Pickup-Axt ist wohl besser. Das machen wir mal. Okay, kann ich auch die Waffen hier auf 1? Aha. Perfekt. Dann packen wir das da rein, dann... Nee, das geht so leider nicht. Schade. Ich verstehe das mit dem Waffenwechsel noch nicht so. Oder Gegenstandswechsel. Oh, jetzt kann ich es nicht da rausziehen. Würde mich verarschen. Alter, nee, ne? Nein, ich will nicht es löschen. Ich hätte es gern wieder in mein Menü. Zieht's nicht hier unten rein. Macht das nicht. Scheißen Dreck. Ja, es ist irgendwie da unten jetzt verschwunden. Keine Ahnung. Du hast mir lieber nochmal neu gebastelt. Jetzt fehlt mir aber wieder... Jetzt fehlt mir aber wieder Stein. Also ich habe so langsam das Gefühl, dass das Spiel doch eher ein Fehlkauf war. Also da unten reinziehen, was man da reinzieht, kriegt man nie wieder. Ne? Kriegen wir nicht aufgehoben. So. Nee, hier war's. Nein, da war's. Einmal die Holzaxt. Dann fehlt uns wieder Stein. Aber hier in der Ecke scheint wohl noch ein bisschen was zu sein. Beiden nehmen wir auch mal mit. Oh, ja, hier ist gut Stein. Machen wir alles mit. Wir haben jetzt eine primitive Axt. Dann brauchen wir... eine primitive Pickaxt. Spitzhacke. Spitzhacke, komm her. So, und dann wollen wir mal gleich loslegen. Essen und Trinken brauchen wir nicht. Das können wir später machen. Komm, nimm das. So. Aha. Also hier können wir schon mal... kein Stein ernten. Können wir jetzt, wenn ich jetzt sage, wir nehmen mal das, jetzt den Baum hacken. Oh, das geht. Jetzt kriegen wir Holz. Ja, vielleicht sind die Steine, die Sachen, wo wir Steine abernten können, vielleicht doch ein bisschen anders aus. Oh! Timber! Baumfeld! Faszinierend. Oh, dann kriegt man auch gleich... Aha, aha. Die gehen nicht so leicht. Wo ist denn unser Lager?
Ich glaube, da hinten war unser Lager. Kann da nicht so schnell gehen. Ja, scheint doch eher. Schmeißen wir mal weg. Kann er. Achso, man kann da schleichen. Das ist ein Fuchs. Den holen wir uns. Das. Wir müssen noch mal ganz kurz. Ich habe keinen Baseballschläger. Doch, da. Wie wähle ich diese Sachen aus? Ich habe das noch nicht ganz verstanden. Jetzt habe ich aber nicht Mr. Bass. Ziehen wir den mal raus. Ziehen wir den mal rein. Soll irgendwie schneller gehen. Waffenwechsel. Fuchs kann man bestimmt essen. Ja, ein Schlag weg ist er. Und wir kriegen wirklich Fleisch, Leder und Fett raus. Klassischen Varianten. Kennt man nicht. Kennt man nicht anders. So. Stein. Jetzt brauchen wir langsam ein Lagerfeuer. Fiber und Sticks. Okay, Steine haben wir. Unsere Basis hat da, glaube ich, ein Lagerfeuer. Ne? Gehen wir nochmal dahin. Fiber brauchen wir ein bisschen. Gruppe in eine Richtung. Wir heben erstmal jeden Stein auf. Holz kriegen wir jetzt easy peasy. Kann man Punkte auf der Karte markieren? Nein. Ich glaube nicht, dass das der Punkt war, wo wir vorhin waren. Aber Stick gibt's ja jetzt hier easy peasy. Wo ist jetzt? Oh, ich bin schon dran vorbei. Oh, warte mal. Er läuft ja auch komisch. Hi, Jugit! Machen wir alles mit. Lecker Fuchsfleisch. Doch hier? Oh ja. Hier sind wir richtig. Achso, es ist hier dieser Punkt. Okay. Ja, würde ich sagen. Es fehlen Sticks. Oh, scheiße. So, haben wir. Und das kann man dann frei entscheiden. Man kann aber nicht zu nah an sich bauen. Mal Lagerfeuer. Brauchen wir Wooden Sticks, um das quasi zu entfachen. Brennmaterial. Wenn wir gerade da. Da sind Steine. Wenn ich jetzt das mal so nehme. Können wir die abernten? Nö. Hier, der? Auch nicht? Hier war ja eigentlich auch Stein. Was sieht's hier aus? Also das Objekt, wo wir Steine abernten können, ist mir noch nicht aufgefallen. Ein bisschen Sticks. Oh, nehmen wir auch mal mit. So. Use.
das einfach so machen? Oh ja, machen wir schon. Wir kochen Meat. Fleisch, schön lecker Fuchsfleisch. Machen wir gleich noch eine Portion. Ja, Bottle of Dirty Water haben wir nicht. Dreckiges Wasser. Und Tierfett haben wir 2 von 6. Das geht auch nicht. So, dann können wir wieder in unser Menü gehen. Klassisch und... Ah ja, wir können ja nicht irgendwie hier sagen Use. Müssen wir wieder hier reinschmeißen. Was macht er mit Kippen? Testen wir auch gleich mal. Habe ich noch irgendwas zu trinken? Eine Flasche Water. Wo sind die Kippen hin? Was kann ich mit den Kippen machen? Gar nichts oder was? Vielleicht beim Händler verticken. Also unser Charakter scheint da nicht Raucher zu sein. Trinken wir mal. Ja, also Fuchs ist schon mal unsere Nahrung, aber irgendwie geht auch unser Food nicht hoch, ne? Wie viel Fleisch haben wir jetzt gemacht? Wir können ja nochmal 2 machen. So. Erstmal das wieder da rein. Also 4 Fleisch und der ist noch nicht mal voll. Wir hatten. Oh, doch, fast. Oh, fast. Fast voll. Das heißt, wir brauchen auch 4, 5 Flaschen Wasser, bis wir endlich wieder nicht mehr durstig sind. Und ich sehe auch unser Inventar. Nicht dauerhaft. Oh, wir haben 10 Wein. Das heißt, wir können auch das mal craften. Dann haben wir jetzt ein Seil. Ja. Gut oder nicht gut? Das ist hier die Frage. Wasser. Da unten am Strand waren Zombies, das heißt, wir gehen mal in diese Richtung nach rechts. Da ist ein Fluss. Und dann gucken wir mal, wie wir Wasser aufnehmen können. Und als allererstes, habe ich vergessen. Alter. Achso. Wir rausnehmen. Oh, Granaten gibt es hier auch. Maschinengewehre. So. Für die Straße... Oh, die Straße. Wir können einfach der Straße folgen. Dann verlaufen wir uns auch nicht. Loot kann man auch mitnehmen. Wein. Ja, die ganzen Bäume werden hier noch abgehackt. Und das sieht schon mal schlecht aus da oben. Das sind kaputte Autos und Zombies. Wir heilen uns auch irgendwie nicht so richtig, ne? Scheiße. Heilen ging am Zelt. Wo war denn das Zelt, wo wir angefangen haben? Das hätte man mal als Basis behalten sollen. Ja. Ich glaube hier irgendwo in der Mitte. Na, müssen wir uns demnächst ein Zelt basteln eigentlich, damit wir uns wieder heilen können. Aber vorher hätte ich noch gern ein bisschen Wasser getrunken. Gehen wir mal ein bisschen zu der Straße. Oh, schönen Tag noch. Oh, hier gibt es Scrap Metal. Scrap Metal. Das andere lasse ich mal liegen. Ich verdurste. Ups, müssen wir einfach rauszoomen. Ah, wir können gar nicht mehr laufen. Wee.
weit ist das denn noch? Na gut, da geht's nach oben. Wir wollen ja nach unten. Zum Wasser. Oh, jetzt kann er nicht laufen. So, Wasser. Ganz viel Wasser. Nu? Sind wir drinnen? Muss ich da jetzt, irgendwie reinlegen? Ich will es nicht da unten reinpacken. Herr, ist das dann wieder weg? Ah! Zombie! Zombie im Wasser! Factions! Toll, wir können irgendwelche Fraktionen bilden oder was, ist mir ja gerade aber Schnorzpiep egal. Ich will, das Wasser will ich jetzt nicht mehr. Wir gehen mal ein bisschen nach oben. Wie kriege ich jetzt Wasser? Bin jetzt mal so mutig und pack meine einzige Wasserflasche da mal rein. Drücke 1. Must near in water. Jetzt können wir schwimmen. Ist ja Hammer. Wo ist meine... Hä? Ich bin doch im Wasser, du kleiner Horst. Na gut, irgendwie... Zombies lösen sich auch nicht auf. Okay. Aber wir können schwimmen. Sind das die Zombies auch? Ja. Die laufen einfach unter Wasser. Unterwasser-Zombies. Junge, wo ist der Stock? Wo ist mein Stock? Warum sehe ich meinen Stock nicht? Alter. Ah, okay. Komm her! Du Zombie. Hey, Jukit. Bring die mir hier Tücher. Ja, komm her, auch dich klatsche ich. Zack, komm her. Ich klatsche euch alle weg. Oh. Okay, Items können kaputt gehen. Mit den Zigaretten habe ich noch keine Ahnung, aber ich denke mal, das wird man beim Händler machen können. Wir haben auch irgendwas. Oh, ist bei uns was gebrochen? Nee, der Gegenstand ist gebrochen, ne? Ja, ich muss sagen, ich habe eigentlich genug gesehen. Ja, die Idee ist ganz nett. Ich habe es eigentlich vor einem Jahr schon mal so gesehen und ich hätte eigentlich erwartet, dass sie einen Tuck weiter sind. Also. Ich würde euch eher von dem Spiel abraten. Also noch in diesem Zustand, finde ich. Also es mit die einfachsten Sachen, sage ich mal, Wasser mal auffüllen, klappt überhaupt nicht. Gegenstände verschwinden, wenn man sie hier reinpackt. Hier die Waffen. Das ist so der letzte Scheiß. Ja, man kann sie auch gar nicht auswählen. Also ich habe es jetzt hier reingepackt, aber... Und ich habe sie letztes Mal nicht... Ja. Kriegst du auch wieder nicht da raus. Ja. Es ist alles noch so ein bisschen... Ah, nicht fertig. Also... Ich würde euch eher zusammen... Oh, haben wir einen umgeboxt und wieder Zigaretten. Ich glaube, es ist ein sehr raucherfreundliches Spiel. Mit Essen und Trinken heilen wir uns auch nicht. Das dann können wir dann wahrscheinlich nur am Zelt machen. Uns anschleichen. Also von hinten sieht er uns nicht. Oh, jetzt hat er uns mitgekriegt. Oh, wir können richtig die umboxen, Mensch. Ja. Also wie gesagt, wartet da nochmal lieber. Ich würde es noch nicht kaufen. Okay, ich hab's gekauft. Scheiße. Naja, ich lasse es einfach liegen. Vielleicht kann man das in ein, zwei Jahren nochmal testen. Oder ich sag einfach, vielleicht im Jahr. Nochmal zur selben Zeit. Vielleicht ist es dann
wenn noch weiter gearbeitet wird. Vielleicht ist es ja dann weiter und besser. Ansonsten beende ich erstmal das Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und euch informiert über das Spiel. Und wie gesagt, vielleicht wird es dann auch richtig gut werden, ne? Wie gesagt, Seven Days, Forest brauchten ja auch alle mal Zeit. AZ1, Zomboid, viele Spiele sind noch gar nicht fertig geworden von diesen Early Access Spielen, gerade was mit Zombies angeht und so. Ja, mal gucken, was die Zeit bringt. Ansonsten, wie gesagt, like das Video, kommentiert nicht vergessen, abonnieren wäre auch cool. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!